Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wie sieht es denn jetzt eigentlich da draußen im Universum wirklich aus? Wenn man an den Himmel blickt, sieht es ja so aus, als wenn es da draußen völlig leer ist. Also von der Erde bis zum Mond sind 400.000 Kilometer und dazwischen ist ja quasi nichts. Wären wir allerdings empfindlich für die Kräfte, die da draußen im Universum wirken, dann würden wir sehen, dass die Welt da draußen ganz anders aussieht, nämlich mehr wie ein einziges, ja, wie soll man sagen, Gebirge, manchmal sogar ein Hochgebirge. Wollten wir zum Beispiel zum Mond fliegen, dann müssten wir ja aus dem Schwerefeld der Erde herauskommen. Ja, das bedeutet, wir brauchen eine gewisse Geschwindigkeit, um dieses Potenzial zu überwinden. Ja, also wir müssen aus dem Schwerkraftpotenzial der Erde raus, kämen dann an einen interessanten Punkt und würden dann in Richtung Mond weiterfliegen, der Mond würde uns beschleunigen. Das heißt, es gibt offenbar da einen Punkt, wo die Kräfte zwischen Erde und Mond sich offenbar ausgleichen. Nun, ich will die Sendung damit beginnen, mit der Verzweiflung eines Mathematikers, der versucht hat, die Mondbewegung genau auszurechnen. Und nach 40 Jahren, am Ende seines Lebens, schrieb, völlig verzweifelt, so oft ich in 40 Jahren versucht habe, die Theorie der Mondbewegung aus den Grundlagen der Schwerkraft herzuleiten, haben sich immer so viele Schwierigkeiten aufgetürmt, dass ich gezwungen bin, meine letzten Forschungen abzubrechen. Leonhard Euler, der berühmte Mathematiker Leonhard Euler, der versucht hat, die Mondbewegung genauer zu berechnen und es ist ihm nicht gelungen. Nun, woran liegt es? Er hat sich überhoben, das Problem war offenbar viel zu schwierig und das Problem, um das es geht, ist, kann man im Weltall parken? Gibt es die Punkte, wo die Kräfte verschwinden? Und wir werden sehen, es gibt sie. Und man könnte dort vielleicht ein Raumschiff parken. Allerdings, wir werden sehen, das ist gar nicht so einfach. Nachdem Euler an diesem sogenannten Drei-Körper-Problem, nämlich die Bewegung des Mondes im Schwerkraftfeld der Erde und der Sonne, versucht hatte zu berechnen, viele andere haben das auch versucht, im 18. und im 19. Jahrhundert, und er gescheitert war, hat sich ein französischer Mathematiker, Lagrange, an ein ganz anderes Problem gewagt, nämlich an ein sogenanntes eingeschränktes Drei-Körper-Problem. Lagrange hat sich Folgendes überlegt, wenn ein Körper eine Masse hat, die so klein ist, dass seine Schwerkraft überhaupt nichts an der allgemeinen Schwerkraftsituation verändert, dann könnte man ja diesen einen Körper, zum Beispiel ein Raumschiff oder ein Asteroiden oder auch den Mond, als eine Art Testteilchen betrachten, der sich im kombinierten Schwerefeld der anderen Massen bewegt. Vorausgesetzt, wie Lagrange dann ausrechnete, die Massen, die beteiligten großen Massen, sind 25 mal größer als diese Testmasse, dann hat man es mit einem eingeschränkten Dreikörperproblem zu tun. Und was Lagrange dabei herausfand, war was ganz, ganz Tolles. Er hat nämlich ein Verfahren entwickelt, mit dem es möglich ist, zum Beispiel die Bewegungen von Raumschiffen innerhalb des Sonnensystems oder zumindest zwischen Erde und Mond gut zu berechnen. Er hat dabei ein Verfahren entdeckt, das es gestattet, zum Beispiel die Bahn eines Asteroiden zu berechnen und sogar die Bahn des Mondes näherungsweise zu berechnen. Wie muss man sich das vorstellen? Also man muss sich jetzt wirklich mal abstrahierend versuchen, sich klarzumachen, was machen schwere Körper eigentlich da draußen. Nun, schwere Körper ziehen sich an. Ja? Jetzt können wir uns also vorstellen, wir haben zwei Massen, nehmen wir mal an, wir haben also zwei Massen und diese beiden Massen haben um sich herum jeweils einen Schwerkraftdruck. Das heißt, was ich eben schon sagte, will man aus dem Schwerefeld dieser Massen herauskommen, muss man Energie aufwenden, man muss praktisch wie im Hochgebirge langsam hochkraxeln. Und Lagrange fand also heraus, wenn man zwei Massen hat, die umeinander rotieren, dann gibt es insgesamt 5 Parkplätze für eine Testteilchen. Also für eine Masse, die selber an dem Schwerkraftfeld gar nichts verändert, sondern die einfach nur in dem Schwerefeld der beiden sich umkreisenden Massen sich bewegt. Ja? Jetzt fangen wir mal an, das genauer zu betrachten. Erde und Sonne. Die Sonne ist 300.000 Mal schwerer als die Erde. Nicht? Also schon ein ganzes Teil. Das bedeutet wahrscheinlich, der Punkt, wo die Anziehungskraft der Erde und die Anziehungskraft der Sonne gleich groß sind, und nicht nur die, denn die beiden rotieren ja auch noch umeinander, das heißt, die Erde rotiert ja um die Sonne, das heißt, es taucht noch eine andere Kraft auf, nämlich die Zentrifugalkraft, wo die Kräfte Gravitation und Zentrifugalkraft gleich groß sind, werden eher näher an der Erde sein als an der Sonne, denn die Sonne ist ja 300.000 Mal schwerer. Es gibt also einen Punkt genau zwischen Erde und Sonne,
Da sind die Kräfte gleich groß und den nennen wir L1. Also der Punkt zwischen Erde und Sonne ist L1. Und dieser Punkt ist von der Erde aus 1,5 Millionen Kilometer weit entfernt. Auf der Rückseite der Erde gibt es auch einen Punkt, der heißt L2, der ist auch 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und da verschwindet die Gravitationskraft und die Zentrifugalkraft ebenfalls. Das heißt, wir haben hier zwei Parkplätze. Schon mal zwei. Okay, jetzt gibt es noch einen dritten Punkt, der ist auf der anderen Seite der Sonne, das ist L3, der ist 300 Millionen Kilometer weit von der Sonne entfernt und da verschwindet die Zentrifugal- und Gravitationskraft der Sonne ebenfalls im Vergleich zu allen Massen, die um sie herum kreisen. Das müssten also Punkte sein, wo man im Prinzip ein Raumschiff parken kann. Dann gibt es noch zwei weitere, die sind von der Erde aus in einem gewissen Winkel angegeben, das sind alle, Moment. Also Sie müssen sich vorstellen, dass diese Punkte L1, L2 und L3, das ist sowas wie ein gekrümmter Sattel. Kommt also ein Raumschiff auf diesen Sattel oben drauf, dann ist das nicht besonders stabil, sondern wenn dieses Ding eine gewisse Geschwindigkeit in Richtung Sonne hat zum Beispiel, dann fällt es in das Schwerkraftfeld der Sonne wieder rein. Man muss es also korrigieren, man muss es kurskorrigieren. Also ein solcher Sattelpunkt, das ist nicht so stabil. Da muss also, wenn da was hinkommt, muss ein Körper, wie wir nachher noch sehen werden, zum Beispiel auch ein Beobachtungsinstrument, was wir gerne dort oben im Himmel an einer festen Stelle haben wollen, damit es immer gleichmäßig zum Beispiel auf die Sonne blickt, da muss immer eine gewisse Kurskorrektur her, damit er nicht entweder sich auf die Sonne zubewegt oder auf die Erde zubewegt. Das ist also ein außerordentlich instabiler Parkplatz. Neben diesen Sätteln, die also so gekrümmt sind, gibt es noch zwei andere Parkplätze im Universum, bei Erde und Sonne. Das sind also eher Sättel, die so nach innen gekrümmt sind. Und die beiden sind allerdings so weit weg, dass sie zumindest für irdische Anwendungen, also zum Beispiel um ein Beobachtungsinstrument, irgendein Teleskop da oben im Raume verharren zu lassen, das werden wir nicht erreichen. Genauso wie dieser L3 mit 300 Millionen Kilometer, der ist ja ewig weit weg. Tja, jetzt ist das ja alles ganz nett mit der Rechnerei, aber kann man denn das auch tatsächlich beobachten? Sind diese Punkte irgendwas Besonderes? Jetzt muss man sich über eines im Klaren sein. Diese sogenannten Lagrange-Punkte, also L1, L2, L3 und dann noch L4 und L5, ja, diese etwas stabileren Bereiche, die drehen sich ja mit dem ganzen Gebilde mit. Ja. Es gibt also nicht nur die Kräfte, die radial von den Massen wirken, sondern jetzt taucht nämlich noch eine Kraft auf, die dadurch entsteht, dass das Ganze sich ja dreht. Und diese Drehkraft kennen wir alle auf der Erde auch. Das ist die sogenannte Corioliskraft. Die führt nämlich dazu, dass sich radiale Bewegungen in so leicht gekrümmte Bewegungen verwandeln. Zum Beispiel bei den Hoch- und Tiefdruckgebieten ist es so, dass die Luft aus den Hochdruckgebieten nicht radial rausströmt, sondern verbogen ist. So können wir abends zum Beispiel immer auf der Wetterkarte sehen, wenn wir ein Hochdruckgebiet haben, zum Beispiel ein Hochdruckgebiet über Russland, diese Luft, ja, die wird so nach Europa rein spiraliert. Ne? Während ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik, da wird die Luft so rein spiraliert nach Europa. Das heißt, die Corioliskraft führt dazu, dass aus geraden Bewegungen gebogene Bewegungen werden. Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber wir kriegen das schon hin. Das bedeutet, wenn also jetzt zum Beispiel ein Körper auf so einen Lagrange-Sattel zufliegt, dann fliegt er nicht gerade drauf zu, sondern er biegt sich so da rein. Der spiraliert so da drauf. Und wenn diese Spiralbewegung günstig ist, dann bleibt er immer in der Nähe dieses Lagrange-Punktes, vorausgesetzt, er hat nicht zu viel Geschwindigkeit und nicht zu wenig. Denn dann würde er entweder auf die eine Seite fallen oder auf die andere. Und das gibt es tatsächlich. Es gibt nämlich tatsächlich Objekte, die auf den Lagrange-Punkten liegen. Allerdings jetzt nicht unbedingt irgendwelche Lagrange-Punkte, sondern zum Beispiel im Sonnensystem gibt es ja noch andere Planeten als die Erde, unter anderem den schwersten Brocken Jupiter. Jupiter ist ja doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. Der hat 317 Erdmassen. Und natürlich hat das System Sonne-Jupiter auch Lagrange-Punkte. Und was soll ich Ihnen sagen? Auf den Lagrange-Punkten L4 und L5 von Jupiter-Sonne liegen Asteroiden, die Trojaner. Also da gibt es so relativ große Gesteinsbrocken, die heißen also Agamemnon, Hektor und Achilles, relativ große Brocken. Es gibt Trojaner in den Lagrange-Punkten von Mars und Sonne
Und es gibt trojanische Asteroiden in dem Lagrange-Punkt von Saturn und Sonne. Das heißt, wir können tatsächlich beobachten, dass da, wo wir errechnet haben, wo sich die Kräfte, nämlich die Zentrifugalkraft, die Corioliskraft und die Gravitationskraft annähernd ausgleichen sollten, dass sich da tatsächlich Teilchen ansammeln. Unglaublich. Hey, das ist ein guter Punkt, denn Himmelsmechanik, so wie Euler, Lagrange und viele andere sie im 18. und 19. Jahrhundert betrieben haben, ist ja der Versuch, die Gesetze des Himmels auf die Erde zu holen. Und das ist ja für uns Physiker, wie Sie ja wissen, eigentlich das Bestreben schlechthin, dass wir immer versuchen, Naturgesetze, die wir erkannt haben, nämlich im ganzen Universum anzuwenden. Also in dem Fall bei der Himmelsmechanik war es die Frage, kann man die Gesetze des Himmels oder die mechanischen Gesetze hier unten auf die Erde herunterholen, kann man sie in irgendwelche Technologie umwandeln. Aber zurück dazu, ne? Was haben wir noch? Wir haben diesen L3er-Punkt. Ne? Bei dem L3er-Punkt komme ich nachher noch mal drauf. Ich will Ihnen erst noch was anderes erzählen, weil L3 ist sowas, ist ein bisschen seifig, also unter uns gesagt. Da müssen wir noch mal drüber reden. Es gibt ja noch L1 und L2. L1, zum Beispiel der Lagrange-Punkt L1 zwischen Erde und Sonne. Das ist ja der ideale Punkt, um die Sonne anzugucken. Denn der dreht sich ja, Sie wissen ja, die Erde dreht sich um die Sonne. Das heißt, dieser Lagrange-Punkt dreht sich natürlich immer mit. Wenn es also gelingt, ein Beobachtungsinstrument in den Lagrange-Punkt L1 zu hängen, dann guckt der immer auf die Sonne, immer drauf. Und was soll ich Ihnen sagen? Wer hängt in Lagrange-Punkt L1? Solar Observatory, SOHO, hängt da drin, also ein Sonnenmessinstrument, was die Sonne ständig beobachtet. Und unter diesem Messinstrument dreht sich die Sonne sozusagen ständig weiter. Und man, SOHO ist es gelungen, fantastische Bilder zu machen über die Röntgenaktivität der Sonne und solare Ausbrüche und so weiter. Jetzt ist es natürlich so, man will ja nicht nur die Sonne beobachten, man will auch das ganze Universum draußen, außerhalb des Sonnensystems beobachten. Und dafür eignet sich der Lagrange-Punkt L2, der nämlich auf der erdabgewandten Seite ist. Dann guckt man sich ja das ganze Universum an. Da gibt es inzwischen einen Streit. Wer darf auf L2 parken? Die Amerikaner möchten gerne hin mit ihrem Next Generation Space Teleskop. Die Europäer möchten gerne hin mit ihrem Planck-Instrument, um den Mikrowellen Hintergrund zu messen und. Da gibt es noch eine ganze Reihe von Experimenten, die man in Zukunft im Weltall machen will, für die man die Lagrange-Punkte baut. Das heißt, man muss darüber verhandeln, wer darf nun auf diesen Lagrange-Punkt und wer nicht. Also es ist außerordentlich interessant, dass diese Parkplätze im Universum inzwischen so heiß umworben sind, weil es uns gelungen ist, eben Messinstrumente zu bauen, die so empfindlich sind, dass man, wenn man genau da eben den Himmel anschaut, man mehr und mehr Informationen bekommt. Das war ja früher gar nicht möglich. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem großen Lagrange-Punkt L3. Was ist da draußen los? 300 Millionen Kilometer von uns entfernt. Der ist aber allerdings von uns aus gesehen immer hinter der Sonne. Wir müssten, um ihn zu beobachten, immer durch die Sonne durchgucken. Das heißt, wir haben es hier mit einem Punkt zu tun im Universum, den wir niemals beobachten können. Nie. Immer steht die Sonne davor. Immer. Und was ist da los? Naja, wir können spekulieren wie Science-Fiction-Autoren. Da hinten ist das Restaurant am Ende des Universums. Da treffen sich sämtliche Außerirdischen. Kein Wunder, dass wir die noch nie gesehen haben. Ja, weil konnten wir ja nicht sehen. Möglicherweise ist es der Parkplatz für außerirdische Raumschiffe, um unser Sonnensystem zu beobachten. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich ist überhaupt nichts dahin los, ob es einen 11. oder 12. Planeten da draußen gibt. Das werden wir nicht feststellen. Zumindest nicht durch direktes Hingucken. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als mit den Lagrange-Punkten klarzukommen, die wir schon gefunden haben. Bei der Berechnung der Lagrange-Punkte hat sich aber ein ganz wichtiges Ergebnis ergeben, das ich inzwischen, ich würde sagen, das ist eine der goldenen Regeln der Physik geworden. Wenn du ein Lösungsproblem hast, wenn du eine Lösung hast, die nicht auf dein Problem passt, dann ändere einfach das Problem.